Nimm dir nun Zeit für dich. Sorge dafür, dass du nicht gestört wirst. Lege oder setze dich bequem hin, komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun dreimal tief in den Bauch ein und aus. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Konzentriere dich dabei aufs Ein- und Ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Sollten Gedanken kommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Erlaube dir, bei jeder Ausatmung alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Merke, wenn deine Aufmerksamkeit abschweift und konzentriere dich wieder auf deinen Atem. Lass den Atem dann ein wenig in den Hintergrund treten. Lass ihn ganz natürlich fließen und schaue auf die Gefühle, die jetzt vielleicht aufkommen. Nimm sie an, auch die negativen, unangenehmen Gefühle. Was nimmst du wahr? Angst? Wut? Trauer? Hilflosigkeit? Zorn? Spüre in deinen Körper hinein. Welche körperlichen Reaktionen gehen mit diesen Gefühlen einher? Ein Grummeln im Bauch? Angespannte Schultern oder Muskeln? Bemerke auch die Bilder und Szenen, die vor deinem geistigen Auge mit diesen Gefühlen auftauchen und ablaufen. Erlaube den Gefühlen, da sein zu dürfen, auch wenn es unangenehm und schmerzhaft ist. Öffne dich innerlich ganz. Öffne dich innerlich ganz weit wie der Himmel oder das Meer. Lass deine Gefühle durch dich hindurchziehen. Lass deine Gefühle sich in dir bewegen, lass sie fließen und atme ganz ruhig ein und aus. Bemerke, wenn du anfängst, deine Gefühle zu kommentieren, zu bewerten, zu jammern, zu dramatisieren. Unterbrich diesen Prozess sofort. Konzentriere dich wieder ganz bewusst auf deinen Atem. Wenn du bemerkst, wie sich das Gefühl deiner Aufmerksamkeit entzieht, konzentriere dich wieder auf deinen Atem.
dann hat dieses Gefühl seine Intensität und Wichtigkeit für dich verloren und du kannst zum Ende der Meditation kommen. Es ist wichtig, dich deiner Gefühle bewusst zu werden, sie anzunehmen und sie zu akzeptieren. Sie dürfen da sein. Sie sind ein Teil von dir, ein Teil von jedem von uns. Aber auch unangenehme Gefühle wollen gesehen werden, wollen da sein. Bewege nun deine Füße und deine Hände, strecke dich, wenn du magst, komm zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Atme noch einmal tief ein und aus, öffne deine Augen und spüre der positiven Energie nach. Genieße für einen Moment noch die Entspannung. Und kehre dann in deinen Alltag zurück.